So, Freunde, da sind wir wieder zurück zu Elden Ring. Es war ein ziemlich krasser Scheiß, euren Kommentaren hier ein bisschen zu folgen, weil mir doch das ein oder andere noch gefehlt hat. Ja, ich habe tatsächlich gemerkt, also Flamme gibt mir Kraft, hatten ja einige geschrieben, dass man das nehmen sollte, dass das ganz gut sei als Anrufung. Habe ich jetzt tatsächlich noch nicht im Inventory gehabt. Das liegt daran, dass diese scheiß Anrufung ja doch relativ versteckt liegt. Also ich habe hier damals nicht gesehen, dass es hier noch dieses Schloss Gale gibt. Bin ich mal hingelaufen, habe mir das Ding geholt. Bin hier generell noch ein bisschen in der Hauptstadt rumstolziert. Und ja, ich glaube, es wäre ganz witzig gewesen, wenn ihr es gesehen hättet. Aber ich bin dann doch auf zwei sehr aggressive, hier diese Erdenbaumbestien gestoßen. Und diese zwei Wichser, entschuldigt bitte den Ausdruck, ich piep ihn raus. Ich soll ja nicht mehr so viel fluchen. Waren ziemlich aggressiv und die haben dann dieses das tolle Teil hier beherbergt. Ja, dann wurde mir gesagt, dass man doch eigentlich nur mit einem Unterhemd da reinlaufen kann. Kann man machen, finde ich nicht so geil, weil ich mag das dann nicht ohne Rüstung da reinzulaufen. Nicht, weil ich denke, dass mir die Rüstung ohnehin hier krass was mitgibt, sondern weil ich es einfach total hässlich finde, da einfach nur nackelig rumzulaufen. Das ist dann nicht so mein Fall. Ja, das sieht man halt auch oft in Speedruns. Dass die Leute dann doch eher ohne Klamotten rumlaufen. Ja, kann man machen. Bin ich kein Fan von. Weiße Maske. Aufgrund hier gibt mehr Angriffskraft, wenn in der Nähe Blutverlust erleidet. Ich glaube nicht, dass wir ihm Blutverlust machen werden. Aber es ist besser als nichts. Und dann habe ich mich halt noch für die schwarzen Klingenrüstung entschieden. Weil die doch eigentlich ganz cool aussieht. Und vor allem einen auch lautlos macht. Ansonsten habe ich noch hinzugefügt die Scherbe von Alexander. Die fand ich ja generell eigentlich ganz cool. Da wurde mir aber auch darauf hingewiesen, in einem Kommentar, dass ich die doch nutzen sollte. Den Ritualschwert-Talisman erhöht die Angriffskraft bei maximalen LP. Ja, ist nicht schlecht. Das Problem ist, du musst diese maximalen LP auch behalten. Also das ist noch so eine Sache, muss ich mal schauen. Ja, und dann Jubel des Blutes erhöht die Angriffskraft, wenn in der Nähe Blutverlust irgendwie entsteht. Jetzt kann man sich überlegen, ob man auf dieses Schwert hier mal ein Seppuku drauflegt, weil dann wäre das ja Blutverlust. Das machen wir mal. Vielleicht hilft uns das ja. Geht sogar auf 91 Blutungsverlust hoch. So, Arzneimischung habe ich noch geändert. Wurde ich auch darauf hingewiesen. Fand ich ganz interessant. Da haben wir jetzt die Läuterungskristallträne, die wiederum den Fluch des Fürsten des Blutes läutert. Was das genau bedeutet, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass sie diesen Buff irgendwie erhöht. Und wir haben erhöht kurz die Kraft von Angriffsserien. Das ist auch nicht so verkehrt. Dann habe ich tatsächlich unterwegs auch noch eine Träne gefunden. Flasche der Purpur und Tränen habe ich jetzt auf 10. Fand ich auch ganz interessant. Und dann müssen wir jetzt gerade noch die Anrufungen ändern. Weil ich tatsächlich dafür nochmal umskillen müsste. Weil Flamme gibt mir Kraft, doch relativ hohe Ansprüche hatte. Beziehungsweise das war es gar nicht. Das war das hier, ne? Ja, das hier. Goldener Schwur. Erhöht Angriff und Verteidigung bei euch und euren Verbündeten. Das werden wir reintun. Und natürlich dann Flamme gibt mir Kraft. Wo haben wir das Teil? Das ist das hier, ne? Ja, Flamme gibt mir Kraft, erhöht die Angriffskraft der Affinität körperlich und Feuer. Das ist natürlich jetzt ziemlich geil, wenn wir blutige Ströme nutzen würden. Blutige Ströme würde ich tatsächlich aber auch bald auspacken. Wir werden heute eine etwas längere Folge machen, weil ich einfach diesen Typen auch jetzt mal umgeboxt bekommen möchte. Moment, hier muss ich mal gerade was ändern. Weil ich diesen Typen jetzt auch einfach mal umgeboxt haben möchte. Ach, die können wir immer noch nicht benutzen. Glaube 40, Weisheit 17. Ja, da habe ich jetzt beim Umskillen nicht drauf geachtet, aber gut, ist eben so. Wäre natürlich jetzt eigentlich besser gewesen, wenn wir da einen Zaubertalisman gehabt hätten, der auch die goldenen Geschichten hier, die goldenen Schwur zum Beispiel, verstärken würde. Aber das ist leider jetzt nicht so. Ist jetzt der einzige Fehler, den ich gemacht habe, aber gut, es ist, wie es ist, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Ich werde jetzt dafür nicht nochmal umskillen, weil ich keinen Bock mehr auf dieses Umskillen habe.
Ach so, ein Runenbogen. Ja, das werde ich im zweiten, dritten Kampf irgendwann mal versuchen, weil ich glaube nicht, dass ich den jetzt direkt weggeknallt bekomme. Aber, Mr. RPG, es tut mir leid, wir werden heute eine etwas längere Folge machen. Wir werden ihn des Öfteren versuchen zu legen. Wenn ich allerdings so beim fünften, sechsten, siebten Try angekommen bin und merke, da geht gar nichts, dann werde ich wahrscheinlich blutige Ströme mal auspacken. Und wenn wir dann den zehnten, zwölften Try irgendwie gemacht haben, kommt dann wahrscheinlich auch noch eine Asche hinzu. Das werden wir aber noch gucken. Weil diese Woche kommt noch Dead Space raus, das wollte ich unbedingt spielen und ich habe keinen Bock mehr auf drei, vier Projekte auf dem Kanal. Darüber hinaus kommt heute eigentlich auch Forspoken raus. Forspoken ist aber das Problem, dass das Spiel 70 verdammte Euros kostet und für Konsolen optimiert wurde und es in den Reviews gerade absolut scheiße aussieht, was das Spiel angeht. Also die ganzen Leute, die einen Key bekommen haben auf YouTube, das habt ihr vielleicht mitbekommen, die schwärmen von dem Spiel, die lobpreisen es in die Höhe. Wobei, wenn ich mir die Playthroughs angucke von denen, also grafisch sieht es umgebungstechnisch ganz gut aus, aber vom Gesicht her, also von den Gesichtern her halt nicht so. Also gefällt mir persönlich nicht so gut. Von daher werde ich das wahrscheinlich eher cutten und streichen aus meiner Playliste. Aber Anfang März kommt dann noch ein Spiel raus. Ich habe keine Ahnung, wie es gerade genau heißt. Mit diesem Affenkönig, Jungfong oder sowas. Das könnte dann ein Nachfolger für Dark Souls, Elden Ring und Co. werden, weil das doch mehr in diese Richtung geht. Ja, so viel dazu. Aber genug von diesen ganzen Nebenher-Thematiken. Ich trinke noch mal ganz kurz einen Schluck, wenn es genehm ist. Und dann werden wir uns mal an Godfrey versuchen. Also, noch mal ganz kurz. Diesen aussagekräftigen Kommentar habe ich bekommen von Pierre Schütz 6480. Recht herzlichen Dank dafür. Das sind immer die Sachen, die ich eigentlich sehr schätze und sehr gut finde. Nicht, also jeder, der hier meinen Kanal verfolgt, ist geschätzt und bla, aber unterm Strich, wenn solche Kommentare kommen, die einem wirklich mal gute Tipps geben, dann ist das natürlich eine sehr geile Geschichte. So, wir drücken uns erstmal das Ding hier rein. Ja, dann werden wir mal gucken, ob das jetzt noch hält, wenn ich da reinlaufe. Aber ich denke nochmal, ja, das hält. Alles klar. So, Godfrey, mal gucken, was du dazu sagst. Also wir machen merklich schon mal ein bisschen mehr Damage. Das ist, steht auf jeden Fall fest. Boah. Fuck. Boah. Scheiße. Alter, du gehst mir manchmal so auf die Nüsse, das glaubt kein Mensch, ne? Haha, Blutverlust. Meine Fresse! Boah, Alter, der Typ, der drückt aber auch ab und zu echt übelst einen raus, ne? Also das Ding ist, du kannst halt nicht vor das Tor laufen, reinlaufen und dann erst die beiden Anrufungen zu Puku reinhauen, weil ich glaube, bis dahin ist der bei dir, oder? Wir versuchen es mal. Auf jeden Fall ist das Setup, was mir hier empfohlen worden ist, schon mal ein Ticken besser, weil das ja auf jeden Fall schon mal gut, also
Wir hatten vorher, glaube ich, 320 Schaden. Jetzt machen wir voll aufgeladen. Ich glaube, was an die 450 oder 480. Das ist ja schon mal nicht ganz so verkehrt. So, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich es am schnellsten und am besten mache. Also erst die beiden Anrufungen, am besten die hier, die dauert am längsten. Seppuku rein und dann ab dafür. Gut, gucken wir mal, ob es klappt. Auch noch nicht gesehen, dass sich einer vor dem Kampf schon Schaden zufügt, oder? So, rein da. Ah, das war wieder richtig dämlich. Ja, ich wollte einfach mal gucken. 4500 Schaden, ne? Also, das drückt schon ganz gut. Das Ding ist, man muss halt seinem Scheiß ausweichen. Und dann funktioniert das eigentlich auch. Weil dann machst du halt schon Schaden. Ich glaube, das war jetzt gerade auch ein Blutverlust. So, ich teste jetzt mal was. Wir nehmen mal blutige Ströme und schauen, wie sich das verhält. Weil, wie gesagt, wir machen jetzt durch Flamme Gift mit Kraft, machen wir nicht nur körperlich mehr Schaden, wir machen jetzt auch Feuerdamage, weil das Schwert halt Feuerschaden mitmacht. Oder? Vertue ich mich? Ne, Feuerschaden, alles klar. So, wie gesagt, wir testen es mal. Wir werden es jetzt nicht sofort, werden er jetzt mit Sicherheit nicht direkt so viel exorbitant mehr Schaden machen, dass das direkt hier ein Ende findet. Aha, haben wir schon in zwei Händen, okay. Jetzt haben wir halt leider kein Seppuku mehr. So, mein Freund. Mein Gott, Alter, du bewegst dich aber auch schnell mit diesem Teil, ne? Mann, ey, da rechnet man schon damit und er trifft dich dennoch. Und jetzt kommt die Nummer wieder. Ah, diesmal hat er mich aber nicht getroffen. Boah. Okay. Der Typ ist übel. Also, ich befürchte fast, dass ich da so nicht gut durchkomme. Also, ich habe Hochachtung vor all den Leuten, die das ohne Hilfe machen, aber das ist echt eine üble Kiste. Was man jetzt noch versuchen könnte, wäre, also ich werde jetzt direkt, ich werde das jetzt noch ein paar Mal versuchen, keine Bange, aber was man tatsächlich noch versuchen könnte, wäre mit der Zeit vielleicht nochmal, Moment, ganz kurz. Was man versuchen könnte, wäre mit der Zeit vielleicht nochmal, also Runenbogen auf jeden Fall. Wie viel haben wir davon? 7 Stück, da können wir mal einen von nutzen. Mal gucken, was der bringt. Der erhöht nämlich unsere Attribute jetzt komplett. Das ist natürlich auch geil. So, dann rein da. Was da oben für Buffs auch quetschen, ne? Das macht auch kaum Damage, Alter. Das ist so eine krasse Attacke, diese blutige Ströme-Affinität. Und trotzdem macht es kaum Schaden.
Oh! Och Mann, das Ding hat eine Range, die ist abartig. Ach so, genau, jetzt auf einmal geht das so. Fuck, das war zu spät. Was ist das? Jetzt hat er sich irgendwie gebufft. Alter! Mann! Oh! Ja, geil, jetzt bin ich hin. Nee, bin ich nicht. Alter, jetzt beweg dich doch mal schneller, ey. Ich muss von dem weg. Ja, toll. Ah, ist das ein Krampf? Oh, jetzt hat er sich da irgendwie gebufft und dann war es direkt schon wieder übelst scheiße, ey. Verdammte Axt. Aber das war auf jeden Fall schon mal besser. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich die Rune vielleicht doch ändere. Wir haben ja jetzt die, was haben wir? Die hier erhöht alle Attribute. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so scheiße, das gebe ich zu. Nee, das ist Quatsch. Erhöht LP, FP und Ausdauer. Das finde ich halt eigentlich mit am besten. Erhöht LP deutlich. Das ist Morgoth. Gewährt Phantom einen Blutsegen. Das ist natürlich cool, wenn du mit Asche kämpfst. Ja, ermöglicht perfekte Wiedergeburt. Also ich glaube, LP, FP und Ausdauer brauche ich hier. Ich weiß, dass man dadurch mehr Schaden macht, das ist mir schon klar. Aber ich muss es mal ausprobieren. Radahns Rune ist doch eigentlich gar nicht so scheiße. Heiliges Blech, aber jetzt haben wir schon mal gut mehr Schaden gemacht. Also mehr Schaden auf die lange Zeit und wir haben länger überlebt. Fuck, ich dachte nicht, da kommt noch ein Dritter. Ah, jetzt hat er mich aber richtig genommen, ey.
Das ist unfair. Diese scheiß Blutungskacke pockt bei dem kaum. Mann. Macht er das jetzt nicht nochmal? Aha, Blutung. Ja, du kommst nicht zum Heilen. Ne? Du kommst nicht zum Heilen. Du hast nur so zwei, drei Momente im ganzen, in der ganzen Abfolge von ihm, wo du wirklich mal zum Heilen kommst. Das ist echt eine ekelige Sache. Der ist echt übel, der Typ. Da hat Malenia dir tatsächlich sogar noch mehr Möglichkeiten gelassen, also zum Heilen jetzt. Also die ist ja dann wirklich ganz gechillt durch die Area gelaufen und hat dich dann kaum angegriffen, auch selbst wenn du dich mal geheilt hast. So, das hätten wir. Rein da. Solltest du ihn auch anvisieren, Junge. Boah, dass das Ding so eine Range hat, ist echt abartig. Aha, hab ich trotzdem getroffen. Blöder Arsch. Aha. Oh, fuck. Ja, wie der ausrastet mit diesem Ding, ne? Mann, ich check nie, dass der da noch mehr Angriffsserien raushaut. Mein Spiel ist rausgeflogen. Ja, Leute, da ist mir leider das Spiel rausgeflogen. Ich weiß nicht wieso. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass ich die Spielaufnahme nicht auf... Also in OBS kann man Bildschirmaufnahme machen oder direkt das Spiel aufzeichnen. Und wenn ich das Spiel aufzeichne, sieht es natürlich deutlich besser aus. Ich habe es auf Bildschirmaufnahme stehen lassen. Das heißt, ihr habt ein teilweise sehr helles Bild. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Das kotzt mich auch an, aber das muss jetzt so bleiben. Ich kann nichts dran ändern. Seht es mir nach, dass ich es vergessen habe. Es tut mir leid, beim nächsten Mal wird es wieder besser. Jetzt steht das Ganze auf Spielaufnahme. Und jetzt sieht es auch besser aus. So, wir gehen wieder rein. Und gucken mal, wie weit wir jetzt kommen.
Mann! Okay, da sollte man auf jeden Fall den Rat von RPG beherzigen. Nicht davon weg, sondern rein. Oder zur Seite weg. Klappt jedes Mal. Boah, Alter, der ist übel, ey. Mann, ich hab doch im richtigen Moment gedrückt, du blöder... Punkt, Punkt, Punkt. Fuck. Ah, da hat jetzt endlich schon mal Blutung geprockt, aber das hat auch fast ging das nicht so in die Hose. Ah, Mann. Oh, ey. Es wird immer besser. Man tickt sich immer so einen Ticken mehr ran. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Ich weiß genau, wenn ich eine Asche nehmen würde, wäre der Typ in 10 Sekunden platt, ey. So eine Scheiße. Ah, ist der Kerl echt nervig. Ich weiß aber auch, wenn ich eine schwere Waffe nehme, dass ich noch älter aussehe gegen ihn, weil er dann einfach... Dann kann ich mir deine langsamen Attacken nicht mehr zunutze machen. Das heißt, das wird nichts bringen. So, rein da. Mich dreimal getroffen, Alter. Hab ich dich aber auch ein paar Mal getroffen. Habe ich ihn da zweimal geschlagen? Boah. Ein übler Kampf, ein sehr übler Kampf. Also man merkt, selbst ich Vollidiot, der mit solchen Abfolgen und Einprägungen von oder Einprägen von Kampfabfolgen des Gegners nicht so gut parat komme, selbst ich kriege jetzt hier langsam einen roten Faden. Aber ich befürchte, dass das mit Sicherheit noch 30 Tries dauern müsste, bis ich ihn mal irgendwo Richtung Hälfte habe. Thank you.
Mann, ey, der kriegt mich damit jedes Mal, ne? Das war einer zu viel, Mann. Nicht immer gierig werden, du Vollgrottel. War zu früh. Alter, dass er einen da aber auch immer kriegt, ne, mit diesem letzten Fitzel, den er da noch von der Axt da übrig hat. Meine Fresse, ist das hier anstrengend. Ach so. Mann, was soll das? Ich war hinter dir, du blöder Arsch. Boah. Tja, das ist echt übel, ey. Da bezahlst du richtig Lehrgeld. Da bezahlst du richtig Lehrgeld.
Meine Güte, ey. Dieses Timing immer, ne? Nicht nur von ihm, auch von mir, ey. Fehler von dir. Mann, Alter! Packt mich das immer ab hier! Ich drück diesen verdammten Knopf, er steht und was macht er? Hallo, Axt! Peng, Alter! Könnte ich kotzen, du! Leck mich am Arsch! Das erste Drittel, das läuft immer echt gut. Da kriegt er richtig auf die Schnauze, ohne dass er mich ordentlich trifft. Und dann auf einmal, wenn er da ich werde jetzt hier zum Obergott macht und dann da diese krassen Stampfer rausdrückt, dann kriegt er mich einfach, weil ich auch einfach nicht mehr genug sehe durch diesen ganzen scheiß Nebel, den er da aufwirbelt oder Staub, nenn's wie du willst. So eine Scheiße, so einen Bogen nutzen wir noch. Also diese Folge muss auf jeden Fall fallen. Ich will jetzt hier nicht noch 3 Wochen lang mit Elden Ring rumhantieren. So, Leute, wir haben jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang nur Tries gemacht, ja? Ich bin's jetzt leid. Jetzt ist es vorbei. Ich habe keinen Bock mehr. Das kann ja nicht sein. Also, ich meine, es läuft, es ist ja nicht schlecht, ne, was ich hier veranstalte. Es ist nicht schlecht. Also, ich würde nicht jetzt hier noch eine Stunde weiter oder noch 3 Folgen in diesen Boss investieren würde, dann würde ich auf jeden Fall irgendwann an den Punkt kommen, wo ich ihn weghaue. Das ist klar. Aber da habe ich keinen Nerv drauf und also für die neu dazugekommen sind, ich spiele jetzt seit über einem Jahr Elden Ring auf diesem Kanal und ich habe halt keinen Nerv mehr so langsam. Es muss ein Ende finden jetzt bald und das ist eben jetzt, der Punkt ist jetzt gekommen und ich habe keinen Bock mehr. Ganz einfach. So einfach sieht's aus. Ja, gehen wir mal rein, gucken wir mal, ob es funktioniert. Vor allem mal gucken, wie lang es dauert mit Asche.
der schon bei der Asche für ein Damage drückt, ne? Trifft er uns auch noch beide, ey. Okay. I've given thee courtesy enough. Now I fight as Horaloo. Ach du heilige Splash. No! Alter, drückt der einen Schaden raus. Ich wusste, das ist der Wikingerkönig. Boah, alter Schwede, ey. Boah, leck mich am Arsch, ey. Da kannst du ja echt von Glück reden, dass der Typ in der zweiten Hälfte, in der zweiten Phase nicht wieder volles Leben hat, weil dann wäre das, glaube ich, übel geworden. Wobei ich irgendwie den Eindruck hatte, dass er in der zweiten Phase ein bisschen machbarer gewesen wäre als in der ersten. Bin ich jetzt nicht sicher, ich habe es nicht getestet, also ich konnte es nicht ausgiebig testen. Aber ihr seht es ja, ich habe es in der ersten Phase, also in der ohne Asche habe ich es ja, Schande über mein Haupt, noch nicht mal bis zur zweiten Phase geschafft. Und das, obwohl das Setting von mir eigentlich ganz gut war. Also, ich hätte hier jetzt noch 20 Tries reindrücken müssen. Und wenn ich das nicht für YouTube aufnehmen würde und hier so viel Arbeit reinstecken würde, beziehungsweise es jedes Mal so viel Arbeit kosten würde, dass man wirklich so viel Arbeit in so ein Video steckt, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Weil in Dark Souls 3... gibt es sowas wie Aschen nicht. Da kriegst du höchstens Menschlichkeit und kannst dich lebendig machen. Das ist es dann gewesen. Ja. Und da musst du da so durchkommen. Also ich weiß noch ganz genau, dass ich in Dark Souls 3 für Midir, Schwarzfraß Midir, habe ich, glaube ich, 30, 35 Tries gebraucht, bis ich den runtergekloppt hatte. Das könnt ihr euch bei mir angucken. Ich habe die mittleren Tries nur dann aus dem Video rausgecuttet. Das war eine Aufnahme von irgendwie 2,5 Stunden oder 3 Stunden, dass ich da reingedrückt habe. Und das kann ich halt einfach nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht hier für YouTube so ein... Also wenn du ein Let's Play machst, was ein Long Let's Play ist, also ein Full Let's Play, kannst du nicht hier hingehen und 35, 40 Tries in einen Boss reinhauen. Weil dann würdest du wahrscheinlich, keine Ahnung, 1,5 bis 2 Jahre für so ein Spiel brauchen, um es zu Let's Playen, weil ich komme ja auch nicht jeden Tag dazu, Elden Ring zu spielen. Wenn ich am Stück Elden Ring 6 Stunden oder 3, 4 Stunden jeden Tag reinhauen würde, was ich normalerweise tun würde, wenn ich kein YouTube machen würde, dann sähe das anders aus. Dann würdest du bei so einem Gegner auch deutlich schneller vorankommen, weil du halt nicht so lange Pausen dazwischen hast.
So, ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich dann jetzt nach dem, ich weiß nicht wie vielten Try, irgendwie nach dem 10. oder so, oder 8, irgendwas zwischen 8 und 12 werden es gewesen sein, dann irgendwann doch die Asche und blutige Ströme genutzt habe, weil es einfach auch vorangehen muss. Aber ich habe mich natürlich ein bisschen versucht und habe versucht, den BG-Boss auch so zu klatschen. Wenn ich es nochmal durchspielen würde, würde ich es wahrscheinlich ohne diesen ganzen Blödsinn machen, weil das haben andere auch hinbekommen. Das habe ich in Dark Souls 3 hingekriegt, das habe ich in Dark Souls 1 hingekriegt, das habe ich in Dark Souls 2 hinbekommen. Es muss ja irgendwie machbar sein, das sieht man ja auch an anderen Leuten. Also vor allem gibt es ja hier Leute, die stellen sich dem wirklich da nackig entgegen, haben nur ein Schwert in der Hand, drücken sich ein paar Anrufungen, saufen irgendein Getränk und dann hauen die den da um. Und ja, der Kollege, ich habe den Namen jetzt leider schon wieder vergessen, der mir hier den guten Tipp gegeben hat zu dem ganzen Setting, der hatte noch geschrieben, man solle sich in Elden Ring ohnehin nicht treffen lassen. Da hat der Mann völlig recht mit. Also in Dark Souls, wenn du da mal getroffen worden bist, das war auch scheiße, richtig scheiße, aber dem konntest du noch entgegenwirken. Wenn du hier in Elden Ring getroffen wirst, die Gegner, die Bosse, die machen so viel Schaden und haben so eine Angriffskette. Wenn du da einmal drin steckst, kommst du da nicht mehr so wirklich raus. Und das ist eben das Problem. Das heißt, du brauchst ja mindestens allein schon drei, vier Tries, wenn du gut bist. Und ich zähle mich jetzt nicht zu den richtig guten, also zu den guten, guten. Brauchst du ja mindestens schon drei bis vier, fünf Tries, um erstmal zu checken, was macht der Boss überhaupt. So, und da ist natürlich dann die Frage, wie geht man den an? Ich weiß, dass dieses Asche und Runenbogen und Gesöff und was weiß ich und blutige Ströme bei manchem nicht gut ankommt. Viele sagen, warum? Gehört zum Spiel dazu, das kann man ruhig benutzen. Sehe ich mittlerweile zum Ende hin des Spiels tatsächlich genauso. Also man darf dann ruhig auch mal den Poker auspacken. Aber ihr habt ja auch gesehen, die Asche hat richtig hart kassiert von ihm. Da wäre nicht viel gewesen, da wäre die wär hin gewesen und dann hätte ich da wieder alleine gestanden. Und dann hätte ich mich wahrscheinlich abgefuckt, dass ich ihn dann doch nicht geklatscht bekommen hätte. Naja, so viel zu dem Thema. Ich glaube, dass ich noch ganz schnell mal in die Gnade renne, um einfach mal zu gucken, was da uns erwartet, wenn wir die Asche eintauschen. Also ja doch, die Asche von dem Typen. Ist es hier? Einfach mal schauen, was die so bringen würde. Und in der nächsten Folge würde es dann auf jeden Fall. Guck mal hier. Das ist eine Asche. Das ist ein Nahkampf. Das ist für eine Waffe, ne? Verleiht eine Waffe-Affinität. Ja, die Axt, also die brauche ich ehrlich gesagt nicht. Die finde ich nicht so passend. Ja, also ich bin eigentlich ein Fan von großen Waffen, großen schweren Waffen, aber so eine fette Axt brauche ich ehrlich gesagt nicht. Finde ich nicht so geil. Vor allem die skaliert mit Geschicklichkeit und Stärke im Anfangsstadium auf D. Wo wirst du die hinkriegen? Vielleicht auf B oder so? Stärke 42. Nee, also das Ding hier, das nehmen wir uns. Das ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Das ist ja immer ganz. Kriegt man seine Rüstung auch? Kann man die auch kaufen? Tatsache. Machen wir direkt. Sehr gut, haben wir die auch. Gut, Freunde der Nacht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt euch ein bisschen mit amüsiert an dem ganzen Kram hier. Und ich weiß, am Ende wurde es dann vielleicht nicht ganz so angenehm für die meisten, weil die viele sagen, ah, das hätte man auch ohne Asche und was weiß ich, was alles machen können. Da habt ihr hundertprozentig recht. Aber was ihr nicht vergessen dürft, ist, ich spiele dieses Spiel, wenn es hochkommt, dreimal die Woche. Und dann meistens für eine knappe Stunde. Da hat man einfach nicht so diesen Flow drin, als wenn man jetzt jeden Tag Elden Ring spielen würde. Mein Kanal besteht halt nicht 100% aus Elden Ring. Wenn das, also sagen wir mal, aus From Software oder Souls-like-Titeln, wenn das der Fall wäre, wäre ich darin auch eingespielter und dann würde das besser aussehen. Aber es ist, wie es ist. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. In der nächsten Folge geht's in den Baum. Ich danke euch fürs Zugucken. Wir sehen uns. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif, ne? Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.